So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodin, zu einem, ja, kleinen Special hier auf meinem Kanal, zu einem Geburtstags-Special. Ja, ich habe mal wieder Geburtstag und da muss ich, darf ich, kann ich, will ich euch ein kleines Special auf meinem Kanal anbieten. Ja, hier haben wir einen Tiermaker und in diesem Tiermaker versuche ich heute mal was, nämlich mal ein bisschen specialmäßig zu Serdschläger Hintergrundmusik ein paar Tierlists erstellen. Ja, schauen wir mal, was wir da finden. Birthday Mods. Genau. Ja. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Das sind alle scheiße, bis auf meinen. Das geht doch nicht! Ja, okay. Ja, was? Hier habe ich was gefunden. German Parties Tier und List Maker. Da gibt es neben dem normalen Dings auch dieses Quadrant Dingens, also Tierlist View, gibt es hier ein Quadrant View. Und da gibt es hier längst nicht alle, aber die meisten deutschen Parteien, dachte ich mir, kann man hier mal spaßeshalber, also nicht nach Interesse, sondern mal links, rechts, konservativ, progressiv, also mal nicht zwei Richtungen, sondern nach oben und nach unten noch, also in nicht 3D, aber in so ähnlich mal sortieren. Unten ist konservativ, oben ist progressiv, rechts. Ja. Die Piratenpartei Deutschland, die ist doch deutlich progressiver. Nicht aus. Tja, das war's mal so. Das sieht doch schon ganz dann aus. Reset Save Download. Jo, finden wir noch was anderes Interessantes? Ja, okay, hier haben wir was. Die ganzen Generationen. Okay, dann sortiere ich mal hier. Fangen wir bei der ersten Generation an. Pokémon Rot, Grün, Blau. Ist das hier schon? Das ist Feuerrot. Das ist ja Rot und Blau. Die tun mir natürlich nah rein. Ja, perfekt sind sie nicht, aber durchaus in Ordnung. Durchaus im A-Bereich.
einen guten Bereich zu finden. Wo man zweite Generation wollten, war jetzt als nächstes spannende Musik im Hintergrund. Dabei habe ich doch hier chillige Musik gesucht. Ich dachte, ich hätte hier eine Playlist mit chilliger Musik. Naja. Guckt man gut. Ja. Packe ich auch mal mit dazu. So, die ersten Generationen kenne ich eigentlich. Also guck mal, Gibbetson habe ich natürlich gespielt. Muss da auch noch mit rein. Ja, Pokémon Gold und Silber, Smaragd, eindeutig ein gutes Spiel. Kristall gehört hier, reiht sich noch mit ein, zu der zweiten Generation. Pokémon Diamant und Platin und Pearl. Und Pearl war das, ja, bin heute ein bisschen... Platin wird da noch oben mit rein. Ja, obwohl ich sagen muss, Pokémon Platin ist schon ein Stück besser, deshalb gehört es da oben mit rein. Pokémon Diamant und Pearl bin ich vorbelastet, waren meine ersten Generationen, die ich überhaupt gespielt habe. Vollgrün, Vollrot, ja. Können sich da gerne noch mit einreihen. Wird hier dick der A-Bereich. Und dann, ja. Dann kam, glaube ich, hier Weiß und Schwarz. Die kommen ja leider in den C-Bereich. Weil nicht so geil. Muss ich leider sagen. Ich glaube, hier gehen mir langsam die Felder raus. Hier müsste ich noch eins unten ranfügen. Ein E-Bereich. Naja. Pokémon Weiß 2 und Schwarz 2. Auf jeden Fall den S-Bereich. Sehr gute Spiele. Dann haben wir hier X und Y. Ja, X und Y hier auch rein. Die finde ich sechste Generation. Finde ich außerordentlich. Die gefällt mir sehr gut. Ja, Pokémon. Let's go Pikachu und Let's go Evoli. Leider doch eher im B-Bereich. Ja, nicht so gut gelungene Remakes runter in den D-Bereich. Dann könnt ihr ja in den C-Bereich. So sieht's aus, meine Meinung zu den Pokémon-Spielen, Pokémon-Generation, die neuen Generation, die siebte Generation, leider ein bisschen verkackt. Muss ich sagen, meine subjektive Einstellung, das ist halt so ein bisschen, ja, ist halt schade, gerade Ultramond und Ultrasonne waren ein bisschen zu doll gehypt und dann zu sehr eine Muggelpackung ist es da, zu sehr eine Muggelpackung und haben dann kaum Neuerungen reingebracht und das jetzt Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2, die da wirklich einige Neuerungen gebracht haben, komplett neue Spiele, also fast komplett neue Spiele zu Pokémon Schwarz und Weiß waren, Pokémon Schwarz und Weiß. Ja, selbst so ein bisschen auf den schlechten Plätzen. So sieht's aus. Könnt ihr selbst mal eine Tierlist machen. Wenn es euch hier nicht passt, wie ich das sortiert habe. Ist nur meine Meinung. Ist nur meine Ansicht der Sachen. Ja, machen wir noch eine kleine dritte bzw. vierte Tiermaker-List. Und dann gucke ich, wie ich das hier halbwegs sinnvoll zusammenschneide. Ja, da habe ich mich auf was eingelassen. Aber könnte man, ja, man kann es mal versuchen. Habe ich bestimmt nicht alle gesehen.
Definitiv nicht alle. Was haben wir denn hier alles so? Disney Animated Films. Bambi. Das muss hier hin. Bambi ist wunderbar. Der König der Löwen, ja. Unbedingt. Die Zeichentrickserie ist mega. Hier sehe ich Bolt. Ein Film meiner Kindheit. Naja, meiner späteren Kindheit. Naja. Doch A. Also, naja, so gut. Ja, komm, A. Du bist bei A drin. Zootopia, das ist ein. Na, S vielleicht nicht unbedingt, aber. Packen wir es bei A rein. Bei Bolt habe ich vielleicht ein bisschen zu positive Erinnerungen, so ein bisschen schöne Kindheitserinnerungen. 101 Dalmatiner, auch nicht schlecht. Ja, das sind die Alten. Das Gute waren hier Pinocchio. Ja, die Klassiker halt. Das kann man eigentlich nur gut enthellen. Was haben wir hier noch? Toy Story. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, Frozen. Da bin ich absolut kein Fan von. Muss ich leider. Natürlich. Ja. Ganz klar. Auch wenn es ein guter Film ist. Oh, ja, packen wir hier unten hin. Ach, hier den Big Hero 6 heißt das hier. Baymax heißt das in Deutsch. Der war gar nicht so schlecht. Kann man hier reinpacken. Pocahontas. Ja, ordentlich. Pocahontas muss mit rein. Mulan. Ja. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Dann nehme ich es nicht mit rein. Was ich nicht gesehen habe. Ja, Alice im Wunderland. Ja, auch nicht schlecht. Wo man sagen muss, wirklich, also, da wären mich jetzt einige Fans der Disney-Filme, der Elton-Filme für verurteilen, aber bei Alice im Wunderland finde ich wirklich die neuen Realverfilmungen besser gelungen. Johnny Depp. Die finde ich wirklich ein bisschen besser inszeniert. So, was haben wir hier noch? Dumbo. Auf jeden Fall die Klassiker. Ja. Das Dschungelbuch, ja, kommt auch mit hoch. Weil einfach geil. Ja, den Rest kenne ich eigentlich nicht mehr. So, oh doch, hier Peter Pan. Ja, gut. Ab in den A-Bereich. Naja. Haben wir noch was? Kiste Fock. Tangled. Ah ja, das Tangled habe ich gesehen. Naja. Hier mit rein. Ariel, die Meerjungfrau. Ja. So. Das hier habe ich mal so ein bisschen, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich das mal gesehen habe, aber ich nehme es jetzt nicht mit in die Werbung, in die Wertung. Die Werbung mit rein. Tja, können wir auch mal ein Save von machen. So sieht's aus.
Na, dann habe ich das auch mal gemacht. Ich habe mal ein bisschen Tierlist Make ausprobiert. Den mal gemacht für euch in einem Special. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben sollte das der Fall gewesen sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und kein anderes Video auf dem Kanal verpassen wollt. Man sieht sich auf jeden Fall in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Bis dahin habt ihr eine angenehme frostige Zeit. Man sieht sich und haut da ran. Ciao, ciao.